Radio 1. Ich wage mal jetzt eine These, wenn es um Bücher im Medienmagazin geht, dann ist Vera Linz nicht fern. Auch das Buch aus dem Jahre 2005, Frauen sehen besser aus, Frauen und Fernsehen, hatte sie damals im Medienmagazin vorgestellt und sie ist jetzt im Studio. Herzlichen guten Abend zu unserer neuen Winterbibliothek-Reihe. Ja, hallo. Du hast ein Buch ausgesucht, ich weiß das deswegen, weil ich durfte schon die deutsche Stimme für den Autor geben. Und ja. Zwar dem ehemaligen Chefredakteur Jim Hürriyet hast du wieder ein Thema gewidmet. Du hast schon mal sein Erstlingswerk hier in Deutschland vorgestellt, als er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Und nun hat er ein Buch geschrieben, das beschäftigt sich sozusagen mit der Eingewöhnungsphase in Deutschland. Genau, das Buch, was ich letztes Jahr vorgestellt hatte, hieß Lebenslang für die Freiheit. Ich weiß nicht, ob es sein Erstlingswerk war, aber das ist zumindest hier in Deutschland erschienen. Genau, sein Erstlingswerk sozusagen nach seiner letzten Endes Gefängnis und dann auch indirekten Ausweisung, muss man ja sagen. Genau, also, und jetzt ist ebenso bei Hoffmann und Campe das Buch Verräter erschienen im Oktober. Schreiben habe ihm das Leben gerettet, hatte Can Dündar gesagt, als er im vergangenen Jahr in Deutschland seine Notizen aus der Haft veröffentlicht hatte. Und tatsächlich Lebenslang für die Freiheit las sich wie eine Chronologie der Ereignisse, wie ein Tagebuch. Und das hatte ihm geholfen, die Gefängnisroutine zu durchbrechen. Und damals hat er schon gesagt, Gott sei Dank, ich bin jemand, der vom Schreiben lebt. Also das in die Ohren aller, die vom Schreiben leben. Was soll denn ein Arzt machen oder was weiß ich, ein Bauarbeiter, die nicht schreiben? Das ist also was ganz Existenzielles in seinem Leben, was ihn eben wirklich das Leben gerettet hat. Und in seinem neuen Buch Verräter schreibt Can Dündar tatsächlich den Bericht aus seinem Leben fort, dass ihn ungewollt und anders als erwartet unterhofft statt zurück in die Heimat eben auf Dauer ins Exil getrieben hat. Exactly, it's the part two of the previous book. Genau, es ist der zweite Teil des vorherigen Buches. Das erste schloss mit den Worten, das ist noch nicht das Ende. Und die Fortsetzung beschreibt ein neues Kapitel in meinem Leben. Daraus wurde ein neues Buch, meine Tage in Deutschland im Exil. My days in Germany in exile. Ja, und es beginnt mit dem Abflug aus der Türkei nach seiner Haftentlassung im Februar 2016. Da weiß Dündar noch nicht, dass er nicht mehr zurückkehren wird in die Heimat. Er trifft die Familie in London, wo der Sohn studiert. Er gibt Interviews und reist schließlich dann zur Erholung nach Barcelona, wo ihn im Juli dann die Nachricht vom Putschversuch in der Türkei erreicht. Und wenige Wochen später steht ihm fest, er muss ins Exil, zumal die türkische Justiz auch ein weiteres Verfahren gegen ihn angestrengt hat. Seine neue Heimat ist Berlin, obwohl ich nicht wirklich weiß, ob das tatsächlich seine Heimat ist oder ob das nur sozusagen der Tarnort ist für die, die möglicherweise Dündar ausspionieren wollen. Aber zumindest er lebt hier. Wir haben ihn da getroffen. Genau, wir haben ihn beide getroffen. Und aber das heißt ja nicht, dass er dann tatsächlich hier untergekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass er doch abgeschirmt wird und auch geschützt wird. Aber vielleicht nochmal zu dem, wie er die Zeit hier in der Stadt schildert, Vera. Na, erstmal macht er klar, was das für ein Einschnitt ist, plötzlich im Exil zu sein. I start the whole life from the beginning. In a new country, in a new city. Ich habe das ganze Leben nochmal von vorn begonnen. In einem neuen Land, in einer neuen Stadt, ohne die Familie. Mit einem neuen Job und vielen Schwierigkeiten natürlich. Aber gleichzeitig hat mein Leben ganz neue Dimensionen angenommen, neue Erfahrungen mit sich gebracht. In meinem Alter, das ganze Leben noch einmal von vorn zu beginnen, ist wirklich sehr schwierig. Manchmal macht es sehr froh, manchmal macht es sehr traurig. Ich wollte diese Erfahrungen mit meinen Lesern teilen. I share those experiences with my readers. Ja, und das gelingt Can Dündar auf so berührende Art und Weise, dass man meint, ihn jetzt erst richtig kennenzulernen. So ging es mir zumindest. Wir beobachten ja ihn schon seit ein, zwei Jahren in der Journalistenszene sowieso. Ich habe ihn mehrfach interviewt und auf den ersten Blick denkt man ja auch, es läuft vieles den Umständen entsprechend ungewöhnlich gut bei ihm. In Berlin wurde er herzlich empfangen, er konnte für die Zeit arbeiten, er hat ein Stipendium des Penn-Zentrums bekommen, hat schnell eine gute Wohnung bekommen, Freunde sind und waren immer für ihn da. Denk mal, ist doch alles easy. Aber gleichzeitig offenbart er eben diesen seelischen Schmerz, also den, der ihn immer wieder trifft. Und das macht er nicht pathetisch, sondern sehr nüchtern, sehr ehrlich. Das tut auch wirklich weh. Zum Beispiel die Einsamkeit weit weg von Sohn und Frau, die ja nicht zu ihm kommen kann, weil ihr der Pass eingezogen wurde. Dann diese tiefe Trauer, als der geliebte Hund im fernen Istanbul stirbt. Dann die fremde Kultur und, ich glaube, für einen Türken besonders schlimm, die grauen Wintertage in Berlin. Er schrieb, in Istanbul, da kann man dann auch mal ans Meer gehen, sich in
in die Sonne setzen und dann kommt man auch wieder in eine gute Stimmung. Aber hier geht es nicht so einfach. Und er bringt einen Satz, den ich wirklich gut finde. Woran merkt man, dass man alt wird, wenn man nicht mehr bereit ist, ein neues Leben anzufangen? Und er ist auch stolz auf das, was er geschafft hat. Im Gegensatz zu mir hast du das Buch vollständig gelesen. Ich habe nur so stichprobenartig bisher reingucken können. Und für mich drängt sich so eine Frage auf, das liest sich erstmal so, wie wahrscheinlich jede Berufsgruppe erstmal reflektieren würde, das Fremde. Aber er ist ja nun ein hochgradig politischer Mensch. Merkt man das in diesem Buch? Das merkt man, aber weil du gerade sagst, es liest sich sehr easy, also sehr angenehm, sehr einfach. Also es ist sehr spannend, aber auch einfach geschrieben. Also liest sich wirklich sehr gut weg im besten Sinne. Und ja, es ist auch politisch. Schon allein die Erlebnisse, die er beschreibt, zum Beispiel sitzt der schocktief, als sich einige Weggefährten von ihm abwenden bei einer Beerdigung in Köln, aus Angst vor Repressalien in der Türkei. Oder als er erfährt, dass türkische Schulbücher vernichtet wurden, nur weil ein Text von ihm darin abgedruckt war. Das hat ihn natürlich auch schockiert. Und da immer mehr Demokratie abgebaut wird in der Türkei, versteht Candündar sein Buch auch als Kampfansage gegen die Diktatur in Ankara. Und darum hat er eben auch den Titel Verräter gewählt. I just want to use the term that the government used for me. Ich wollte einfach den Begriff, den die Regierung für mich benutzt hat, umgekehrt verwenden. Ich wollte zeigen, wer die Türkei wirklich verraten hat. Ich habe versucht, ein schmutziges Geheimnis der türkischen Regierung offenzulegen, die Vaterlandsverrat begangen hat. Und ich habe das als ein Journalist getan, der sein Land liebt. Diesen Titel habe ich gewählt, um zu provozieren. Ich wollte, dass die Leute darüber nachdenken, wer der wirkliche Verräter ist. And I just want to let the people think who is real traitor. Ja, und Trost findet Candündar im Rückgriff auf die Geschichte. Immer wieder hatten Landsleute von ihm aus politischen Gründen fliehen müssen. Der Filmemacher Yılmaz Güney etwa oder der Dichter Nazım Hikmet. Und auch umgekehrt fanden während der Nazizeit deutsche Exilanten Zuflucht in der Türkei und haben dort die akademische Welt bereichert. Und diese Vorbilder bekräftigen Candündar von Deutschland aus mit eigenen Projekten hier für eine demokratische Türkei nach Erdogan zu schreiben. Und auch diesmal schließt er sein wirklich sehr empfehlenswertes Buch mit den Worten, wie schon im letzten Buch hat das auch gemacht. Das ist noch nicht das Ende. Candündar, Verräter, Übersetzung von Sabine Adatepe. Hoffmann und Campe erschienen im Oktober 2017, 192 Seiten, 20 Euro. Und Vera Linz hat es nicht nur vorgestellt, sondern wird auch nochmal die Angaben twittern und ich retweete das dann.